dritte Liga, live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Spitzenspiel in Duisburg. Der MSV als Tabellenführer empfing mit den Würzburger Kickers die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde. Würzburgs Fabio Kaufmann, Topscorer der Rückrunde in den Spielen zuvor mit je einem Doppelpack. Die Duisburger mit der ersten Chance, Mickels, kurzer Haken und Abschluss. Da war noch ein Fuß dazwischen, nämlich der von Ronstadt. Ansonsten wäre der Ball prima aufs Tor gekommen. Diese Szene aus der 11. Minute. In der Summe war es ein Spiel auf technisch hohem Niveau, ausgeglichen zwischen zwei guten Mannschaften. Dann die Würzburger seit November ohne Auswärtsniederlage. Gnase und dann Baumann. Ganz knapp vorbei. Eine von mehreren guten Chancen für die Gäste, hier in Führung zu gehen. Zunächst Gnase, der Motor im Mittelfeld, und dann Baumann mit dem Abschluss. Nach einer knappen halben Stunde dann eine üble Szene für die Duisburger ohne gegnerischen Einfluss. Moritz Stoppelkamp, der Topscorer, musste verletzt raus mit einer Muskelverletzung. Und ab da kippte die Partie mehr Richtung Würzburg. Hier reklamieren sie Hand, aber es geht weiter. Und der Herrmann schießt und der Herrmann trifft in der 44. Minute. 1:0 für die Würzburger, dachten alle auch schießen. Aber dann berieten sich Schiri Zorn und Assistent Schäfer und sie entschieden zu Recht. Hoffmann verbreiterte die Körperoberfläche mit ausgestreckter Hand. Das war ein Handspiel, also Tor zählt nicht. Kurz darauf, neuer Anlauf, Herrmann und Hansen, der Innenverteidiger mit seinem ersten Saisontor, macht dann doch das 1:0 für die Kickers. Und diese Führung war zu diesem Zeitpunkt auch absolut verdient. Also 1:0 für die auswärts starken Gäste. Dann halt doch. Halbzeit, Stoppelkamp. Als er ging, kam der Bruch ins Spiel. Vielleicht wird er länger fehlen. Ein ganz schweres Ding für den MSV, der sich reinhing in der zweiten Hälfte. Mickels wird aber geblockt. Und dann ein Konter für die Würzburger Rahn. Spielt den Ball zu kurz und dann das Duell Weinkauf gegen Kaufmann. Kein Foul, kein Pfiff. Für mich die richtige Entscheidung. Es war ein Faller von Kaufmann und kein Foul von Weinkauf. Aus meiner Sicht korrekt entschieden. Die Würzburger immer passiver und die Duisburger immer stärker. Mickels warf alles rein in dieser zweiten Hälfte. Ein schneller Haken und dann der Abschluss. Aber Müller war da in der 88. Minute. Der MSV schien dran zu sein am 1:1, aber der Keeper der Würzburger war zur Stelle. Nur noch eine letzte Option, die Nachspielzeit. Sinan Kawaina, der 21-Jährige, war gekommen. Flanke rein, Müller boxt und da ist er, dieser Sinan Kawaina. Der macht doch noch den Ausgleich und lässt Lieberknecht tanzen. Das Tor durch den 21-Jährigen, sein erster Treffer für Duisburg in seinem 9. Spiel. Und er traf gegen Torwart Vincent Müller, mit dem er einst in Köln gemeinsam kickte. Endstand im Spitzenspiel 1:1. Ich glaube, es war wichtig für uns, dass wir jetzt noch den Ausgleich geschafft haben. Auch wenn man, wenn man die tabellarische Situation sieht, ist es super eng. Und deswegen war das wichtig, dass wir da noch den Ausgleich machen konnten. Ich glaube, wir hätten zur Halbzeit schon ein bisschen höher führen können. Wir hatten eine Halbzeit, die gut im Griff, sage ich mal so. Die haben mit die beste Offensive der Liga und eigentlich haben wir nicht zugelassen. Ich glaube, wir hätten noch ein, zwei mehr Toren führen können. Ja, dann zweite Halbzeit haben wir ein bisschen zu wenig nach vorne gemacht, haben es eigentlich gut verteidigt, aber ja, haben am Ende ein scheiß Gegentor gekriegt und dann kann man von zwei verlorenen Punkten sprechen. Würzburg verspielt den Sieg, Duisburg erkämpft sich ohne Stoppelkamp, aber mit Leidenschaft doch noch einen Punkt. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.